Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Flower Power. Und heute wollen wir etwas richtig Großes, denke ich mal, machen. Und etwas schöner machen wollen wir auch Sachen. Und zwar habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar hier seht ihr, fehlt jeweils eine Reihe rum. Bis auf hier, hier wird dann davor was und so. Ihr werdet das dann sehen. Und zwar habe ich mir gedacht, Leder bekommen. Wobei, wartet mal, ich glaube, das ist blöd, so wie ich jetzt mal kurz Cobblestone und machen das so. Zack. Och nein, das wollte ich nicht. Ich hoffe, dass da oben der Gravel jetzt immer noch ist. Builder's Wand. Ja, ich will eigentlich zwar nicht, dass da drin alles voll mit Cobblestone ist, aber egal. So. Zack. War das unnötig, was ich hier gemacht habe, ganz ehrlich. So. Zack. Und hier einmal zumachen. Weil ich glaube, so ist das besser, wenn ich das so mache. Wenn ich das so mache. Zack, 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 zack. Und jetzt hier noch eine Reihe. Hier soll es aber nicht so sein. Hier soll es nur so. So, ja, da oben fehlt immer noch eins, ich weiß. Kam ich aber noch nicht dazu, das auszutauschen. Beziehungsweise ich habe das immer vergessen. Als ich es gesehen habe, dann habe ich. So, zack. So. Und zack. Und ich hoffe, dass die ganze Maschine funktioniert, auch wenn ich das hier gerade außersehen nebenbei alles mit Cobblestone voll klatsche. Aber gut, soweit, so gut. Das ist jetzt der Plan bis jetzt. Hier kann ich mir mal gerade merken. So auch. Genau, so einmal. So, dann hier nochmal. Ich weiß gerade extra bewusst eine Zweierreihe hier oben. Weil das ist ja dann die Decke, wo ich jetzt hier bin. Dass ich mir das merke und nicht alles falsch baue und blöd baue und so. Darf ich hoch? Okay. Auch Kabel. Übrigens ein Redstone Furnace gemacht. Dann kann man nämlich Charcoal machen. Und Charcoal hat eine wesentlich höhere Brenndauer. Und Charcoal will ich dann benutzen zum Herstellen von. Ja, Charcoal, ich weiß, Minecraft Flower Power und so, wir wollen das natürlich nicht machen, sowas, weiß. Aber, Charcoal ist halt mega gut von der Brenndauer her und deswegen werden wir das so ein bisschen, benutzen für, Mana herzustellen. Oder sonst nichts anderes, keine Angst, Leute. So. So, das ist schon mal gut, weil da oben kommt ja die Decke rein. Das wird dann später die Decke, weil ich will die Kabel ja auch durch die Decke, sowas man die nicht unbedingt sieht, machen. Dann wollen wir als allererstes mal ein, genau, erstmal das hier, die wollte ich machen. Die Dying Seeds, habe ich einmal für einmal vorbereitet, weil ich, gesehen habe, daraus kann man Tintensäcke zum Beispiel machen. Und wir brauchen eine Zeit lang ganz viele, also wir brauchen Tintensäcke, weil ich habe gesehen, es gibt doch Dark Glass. Das kann man mit Ender-IO herstellen und ein paar habe ich schon gefarmt. Aber wenn man so passiv nebenbei wieder, wie immer, ne, passiv nebenbei Sachen generieren, ist immer gut. Deswegen machen wir das. So, dann einmal weg. Die Branch können wir, den Miller's Wand brauchen wir eigentlich auch nicht mehr unbedingt. So, und zwar möchte ich jetzt, eben machen wir das einmal so, dass wir den schon mal auf High stellen, genau, da kommt keine Energie mehr durch. Und zwar möchte ich jetzt, der soll weg. Der hier soll weg. Der ist noch am Braten, ne? Das ist eigentlich blöd. Aber egal, der hier weg, der da weg, der weg. Ihr seht vielleicht, worauf es hinausläuft. Ich will das alles weiter nach hinten haben. Das ganze ME-System will ich ein Stück weiter nach hinten haben. Und ein paar Sachen und sowas will ich auch woanders hinbauen. Und deswegen würde ich gerne einfach alles gerade einmal abreißen und neu platzieren. Zuallererst machen wir einmal ein Elevator.
Dieses lustige Ding. Können wir machen, 13 Stück. Okay. Das im Spieltag, glaube ich, gerne da haben, oder? Ja, das wäre nicht schlecht. Bei hier wäre, glaube ich, am besten. Muss mal gucken. Den Fischer müssen wir auf jeden Fall umsetzen. Der steht echt sowas von im Weg. Machen wir es mal. Momentan brauchen wir das ja eh nicht mehr. Das haben wir eigentlich nur damals ja gebraucht für verzauberten Bücher. Da wir jetzt ja eh schon genug haben, sag ich mal. Huch. So. Ja, mit der Kiste und den Strom und so werden wir auch alles noch ändern. Dann machen wir gerade mal das Wasser hier weg. So. Ja. Inventar ist gleich voll. So, dann müssen wir einmal kurz hoch. Wobei, wir können es ja auch hier reinschmeißen. Egal, wird ja hier auch ins ME-System geschmissen. So, wir ballern da jetzt auch Müll und alles rein, das ist mir gerade egal. Es geht einfach darum, dass ich hatte keine Acceleration Cards dabei, ne? Müssen aber noch welche haben. Acceleration Cards. Cards. War nur zwei, aber es reicht. Sollten wir natürlich auch rausnehmen. Card. Packen wir das hier gerade erst einmal weg. So, die da rein. Und dann saugt er das schneller leer hier. Wir sehen recht schnell sogar. So, erstmal das reinballern, auch wenn es Müll ist. So, der Fischer kann auch kurz weg. Sind rein. Dann, ja, die Maschinen können wir auch erstmal reinpacken. Die holen wir dann nachher raus, wenn wir sie brauchen. Wovon habe ich gerade so viele komische Blöcke weggepackt? Egal. Die Ranch. Der Fischer war ja auch ursprünglich einfach nur provisorisch dahingestellt. Und ja. Der kommt jetzt erstmal weg. Hallo. Hallo, Mann. So. Zack. Dann brauchen wir diese Marmorblöcke. Okay. Marmor? Brauchen wir die denn? Das müssten die sein, die Marmorbricks. Genau. Zack, zack. Oh. So und. Oder war sogar noch nicht mal wirklich ein. So, dann, würde ich hier vielleicht so eine, schon mal eine Wand reinmachen? So. Ist jetzt auch erstmal nur, also wir werden später die ganze Wand hier hinten, werde ich offscreen auf jeden Fall austauschen, die hinten die Wand und sowas, weil das wird sonst zu lange dauern. Dann hätten wir hier diesen, IO-Room. Sollten wir vielleicht sogar, halt eine komische Mitte, ne? War das so? War da irgendwie komische Türen rein? Oder so Door-Dinger. Ah, ja. Das war höher. Ja. So. Also ich kann jetzt mal auch ein Bilderswand nehmen, aber ich glaube für diese paar Sachen ist das so schneller. Machen wir das so. Ja, so passt das. Da mal rein, da werden dann später diese Door-Dinger hinkommen. Und jetzt will ich einmal gucken. Wie alt bist du? So lange. Okay, das ist gut. Dann kann der schon mal weg. Der kann weg. Dann kann der Advanced Subscriber schon mal weg. Dann wir sollten uns ME-Cable schon mal rausholen. Haben wir gar keine mehr? Bisschen wenig. ME-Glass-Fab-Cable. Davon welche machen? Zack. Was fehlt uns dafür? Nix. Aber ich habe da auch Nether-Quarz. Nether. Das geht doch auch. Genau. So. Und zack. So und so. Zack, zack, zack. Zack. Sehr schön. Aber auf jeden Fall ein paar ME-Kabel. Das ist schon mal gut. Dann brauche ich Energy Cable. Nehmen uns auch mal ordentlich was mit. Und das war's, glaube ich, fürs Erste. Dann,
Weil ich ja gleich das MB-System abbauen werde. Dann können wir nicht mehr einfach so ran. Deswegen halt schon mal die Sachen auf Vorrat rausnehmen, die wir brauchen. So und so. Warten eigentlich jetzt gerade nur noch auf den, der fertig ist. Super. Dann kann das hier weg, das da weg, das da weg, das hier weg. Dann das hier und das hier weg. Weil wir jetzt krass, krass umbauen werden. Passt auf, liebe Leute. Wir werden richtig krass umbauen. Ich hoffe, das passt alles in mein Inventar. So und so. Ja, hiermit. Okay, passt nicht ganz alles. Packen wir hier jetzt mal die Disketten rein. So, dann die Wrench unten auf jeden Fall rein. So, und EME-Kabel einmal kurz weg. So, den hätte ich jetzt natürlich Holz rausnehmen sollen, weil so sieht das komisch aus. Mehr Energy Acceptor. Ich glaube, den brauche ich auch oben. Wäre auf jeden Fall gut, wenn wir den haben, glaube ich. Jetzt ist natürlich alles Stillstand gerade. Das ist natürlich schon ein bisschen blöd, aber okay. Geh mal weg. Geht mal weg. Alter, ne? Wenn ihr was Scheiße handelt, ne, dann bist du eh weg. Kacke. Will keiner. Zack. Was tradest du? Das ist auch nicht so gut. Weg. Die nerven halt einfach tierisch hier drin. Es tut mir so wirklich leid für die, ne? Aber das nervt halt einfach, dass die hier drin stehen. Und der ist nicht schlecht. Was mit dir? Welches Essen ist eigentlich auch nicht schlecht. Du bist Kacke. Was hast du? Ist auch Kacke. Ah, wir one-hitten sogar alles mittlerweile. Was tradest du? Das ist auch Kacke übrigens. Und du? Das ist gut, das behalten wir. Zack. So, dass hier nicht so viele Leute mal in meinem Haus rumlaufen. Das nervt einfach so hart. Dann machen wir hier den, den machen wir hier, glaube ich, hin. Dann würde ich hier gerne den Elevator hin haben. Bitte sag mir nicht, die habe ich jetzt in mein E-System gepackt. Sieht ganz anders aus. Das waren diese ganzen vielen Blöcke, wo ich sagte, was habe ich denn da jetzt reingemacht? Mal kurz weg. Da ein Loch rein. Dann kommt da der Energy Acceptor rein. Dann kommt da ein ME-Kabel mit dem Crafting Terminal. Dann kann da schon mal da und da nochmal ein Terminal hin. Also kommen da später hin. Dann, die Dinger brauchen wir eigentlich nicht hier oben. Könnten aber an sich eigentlich sogar, da einfach nur so ein Kabel runterziehen. Dann geht hier erstmal schon mal ein Kabel wieder hin. Dann hier den Acceptor. Können wir so eine Cell da noch hinpacken? Das brauchen wir gerade nicht. Dann brauchen wir auf jeden Fall hier ein Kabel runter. Das ist blöd, was hier runtergeht, wie das runtergeht. So. Ich das nicht wieder? Doch. Das sieht halt immer so an, wenn man das kaputt machen. So und so. Dann brauchen wir hier ein bisschen Platz. Das muss hier hin. Da kommen wir jetzt Energy Conduits hin. So, so und zack. Dann, wenn die später hier wahrscheinlich hochgeleitet, ja. Das kann man machen. Ich will erstmal, dass die ganze Energie durch mein ME-System läuft, dass das immer Energie hat, weil das ist das Wichtigste. So und so. Dann machen wir jetzt einmal diese Teile von hier oben. Jetzt sollte ich mich angewöhnen, hier durchzuführen, weil das demnächst eh unser Durchflugort wird. Dann der hier, der hier, der, der, der. Ich hoffe, die speichern Energie, sonst haben wir gleich ein kleines Energieproblem. So, scheint so, weil mein Inventar voll ist. So. Ich hoffe, wir haben alle. Wenn nicht, wäre das blöd. Hier gehen Energiekabel runter, ne? Würde ich gerne
So verbinden. Ja, das wäre der optimalste, weil dann können wir da oben einfach genau. Ja, das ist gut, das ist gut. So viele Löcher gerade im Boden, dass ich nicht weiß, wo ich hoch und runter muss. Dann, ich hier verwenden. Wir verschwenden jetzt auch gerade Energie, ich weiß. So, wir trennen das hier mal komplett so weg. So, weil hier wird das dann so später laufen. Genau. Kommt hier ein Loch rein. So ist gut, so ist super. Aber hier das gleiche. Der Höhe müsste das sein, hoffe ich. Wenn ich mich jetzt nicht vertan habe. So, und zack. Wunderbar, und jetzt kommt das eigentliche Ziel. Und zwar kommt hier so eine Basic Capacitator Bank hin. Haben wir hier ja noch ein paar von drin. So. Machen wir jetzt erstmal hier hoch. Den müssen wir gleich anschließen. Zack. Ja, mehr haben wir gerade nicht, das ist aber auch okay. Das reicht soweit. Hier kommt Extract Always Active. Zack. Zack. Ich brauche gerade was zu essen. So, aber warum verbindest du dich hier nicht? Ah, weil das Ding einfach ausgeschaltet ist. So, dann müssen wir Konfigurationen erstmal machen. Erstmal machen wir hier Non. Haben wir noch irgendwo was dran? Non. Non, non. Das ist auch non. Alles non, 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 non. Non. Output. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will jetzt im Endeffekt schon. Non, non, non. Auch alles auf Non einfach. Oh. Da auch auf Non, damit die sich alle miteinander verbinden. Non. Und hier kommt ein Input hin. Das bedeutet, jetzt sollte hier Insert Always Active. Sollte das Ding jetzt geladen werden, das Ding sollte unser System bepowern. Das Ding kommt jetzt da hinten hin. Müssen wir nur gerade hoch. So, deswegen habe ich die Query zum Beispiel ausgemacht, dass die Kiste da unten jetzt nicht voll läuft. So, das packen wir einfach mal dahin, sag ich mal. Und hier haben wir 4K-Dinger drin. Das ist super. Und zack. So, und dann kommen hier jetzt welche rein. So. Haben wir auch 4K. Der kommt hier rein. Und das war's. Jetzt müssen wir eigentlich alle unsere Items wieder drauf haben auf dem Ding. So, und dann kommen wir jetzt ja mal. Sehr schön. Je nach Number. So ist gut. Dann hätte ich jetzt gerne die Elevator. Hätte ich gerne einen. Und den anderen hätte ich dann gerne direkt hier. Können wir jetzt hoch und runter. Das ist super. Dann, würde ich gerne die loswerden hier. Zack, zack, zack. Da haben wir noch eine 4K-Storage. Das sollten wir reinpacken, weil da sind unter Umständen unsere Items drauf. Bräuchten wir dann natürlich auch. Würde ich keinen haben. So, super. Dann hätte ich jetzt gerne einmal die, gerade erst hochfliegen. Erstmal Wood. Auch Wood. Dann hätte ich gern die Painting Machine. Ach, warum? Ja, stimmt. Ich habe davon mehrere gemacht gehabt. War ich gerade eben mal kurz hier nicht hin. Ich brauche einfach nur Strom. Okay. Das wird auch erstmal jetzt provisorisch die Painting Machine. Einmal Holz.
Was wir erstmal machen müssen, ist jetzt ein Crafting Moni. Crafting, wie heißen die Dinger? Terminal. Können wir eins craften? Nein, uns fehlt das hier. Und das craften? Ja, super. Dann kommt jetzt erstmal ein Crafting Terminal, zack. Und hier liegt auch eins dran. Brauchen wir eigentlich nur eine gerade erstmal. Zack. So, und die Crystal Chamber und sowas, das wird dann später gebraucht. Das packen wir. Kann ich das da nicht benutzen für? Apply. Was? Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Applied Energistik. Da brauchen die was Sates, glaube ich, oder? Da brauchen wir die Dinger. Was macht man dafür? Da brauchen wir dieses Teil. Ja, das sollten wir ein wenig testen. So, so. Und so, zack. Das Teil, dann machen wir hiervon welche aus. Nö. Nö. Ö. 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 LED. Oh, ist LED. Oh, Iron wird ausgewählt. Sehr schön. Oh. Einlage sollte ich nicht machen, aber ich habe gedacht, machen wir einfach alle komplett durch jetzt hier. Zack. Und die Dinger rein. Dann Facade-Dinger. Zack, machen wir mal so. Und dann wollen wir einen Outgood-Facade haben. Kann ich das mal jetzt ranpacken? Nur so? Ja, schon ein bisschen. Oh. Oh, Oh ja, ein Stonebrick für Sate. Wobei, Wollen wir Stonebrick für Sate haben? Wir machen das mal damit. Kann ich das hier auch rummachen? Nice. Das wollte ich auf jeden Fall. Zack. Zack. Machen wir nochmal welche. Dann würde ich gerne auch noch. Zack. Okay. So, auch von unten auch. Dann machen wir davon noch ein paar mehr und dann brauchen wir auch ein paar normale, weil können wir hier nämlich so eine Holzwand machen. So, so. Zack. So. So und so. Und zack und zack. Sehr schön. Dann brauche ich den jetzt hier. Er soll dahin. Sehr schön. Das sieht auch schon besser aus. Das ist natürlich blöd mit dem Fenster. Machen wir einfach mal weg. Nehmen wir mal, Wood. So. Dann machen wir einfach hier so wirklich die komplette Reihe voll. Das da auch raus. Zack. Kommt hier überall zu. Da auch. Und das sieht doch schon mal cleaner aus auf jeden Fall. So, dann würde ich glaube ich die Dinger mit rausnehmen einfach. Da ist halt eh nichts mehr drin. Wie würde ich denn hier irgendwo hinklatschen? Am besten jetzt auf dieser Seite. Oh, ja, hier kann ich auch die Pattern Chest einfach daneben stellen. Das ist ja eigentlich nicht so das Problem. Der Crafting Terminal hin und das Ding kommt dahin. Dann kommen hier die wieder rein. Super. So, und jetzt haben wir hier wenigstens eine clean Wand. So, wir wollen mal kurz F7 hier drin, können Monster spawnen. Das ist nicht so gut. Dann holen wir uns mal eben Glowstone. Aber nur, weil wir es können. Würde ich da gerne und da gerne. Dann würde ich aber das Crafting Terminal, glaube ich,
Dich haben, oder? Wir haben so eine Zweiermitte. Blöd. Kommt hier denn so? Das Kabel ist ja egal, ob wir das jetzt hier rüberlegen oder nicht. Zack. Dann einmal das Crafting Terminal. Dann machen wir eben gerade auch mal das. Ich glaube, die heißen alle Terminals, oder? Terminal. So, wir haben das Crafting Terminal, das Interface Terminal könnte man auch machen. Interface Terminal, da fehlt uns fast alles für. Was ist mit dem Pattern Terminal? Fehlt uns eine Karte drin, oder was? Interface. So. Oh, den ganzen Prozessoren. Okay, wir haben nur noch calculated. Echt jetzt? Was soll doch hier mit klappen? Ach, dafür brauchen wir ein ME-Terminal. Okay, dafür brauchen wir diese Dinger. Dann. Zack, was fehlt? Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt baue. Interface, das will ich bauen. Okay, wir brauchen gerade den Advanced Inscriber. Zack. Was für einen brauchen wir? Den, ne? Das ist der mit Diamant. Petter, wie heißen die Dinger nochmal? Wenn man dafür überhaupt braucht. Press. Ah, Press. 1, 2, 3 und 4. Dann brauchen wir Diamant. Diamant. Machen wir eben 10 Stück davon. So. Dann brauchen wir sie. Ikon. Das da. Und Redstone. So, super. Da können wir auch extract. Das hier immer extract. Acceleration Card. 2. Sehr gut, den packen wir hier rein. Kann man hier nicht keine reinpacken? Okay. Dann nicht. Dann halt nicht. So, komm, mach fertig da jetzt. Mach fertig. Ja, wir überziehen wieder hart, aber nie so wild. Komm schon. Die da rein, da können wir gleich das Crushing Terminal. Weil mein Plan ist es, dass ich anfange, das alles ein bisschen aufzuräumen jetzt. Und dann hier unten wollte ich eigentlich heute anfangen, aber es klappt nicht mehr ganz. Deswegen machen wir erstmal die ganzen Terminals, die wir später eh dafür brauchen. Terminal. Wollte ich anfangen, Autocraft. Da wäre es Terminal. Weiß nicht genau, wofür man das braucht, aber wir haben es. Ach, Deep Search. Ah, guck mal. Woran das Interface alles angeschlossen. Okay, das ist gut. Pattern brauchen wir auf jeden Fall. Fluid nicht unbedingt, weil ich glaube nicht, dass wir irgendwann Fluid da reinpacken. Pattern. Dafür brauchen wir das Ding. Dann. Durch das Teil aber eben. Eins, zwei. Die Elevator dabei. Ich möchte das nämlich so machen, in einer Reihe. Denn ist egal, wo man steht, man kann immer hoch und runter, wenn man hier am Craften ist. So, dann zack. Da, weißt du. Gut, dann brauchen wir die. Pattern Terminal. Was wir machen. Okay, gut. So, dann kommt das dahin. Und dann hätte ich gerne noch ein Crafting Terminal, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn ich unbedingt ein Crafting Terminal brauchen, aber wer kann, der kann. So, Crafting Terminal. Und zwar würde ich eins davon gerne so einstellen, dass wir das nach Craftable Items suchen.
Dann können wir da gucken, was wir craften können und sowas. Das ist ganz normal, das andere, woran wir auch Sachen craften können und alles. Das wird natürlich nach Nummern sortiert, weil ich das schöner finde. Das ist halt zum Craften und hier können wir Patterns herstellen. Das heißt aber erstmal, dass wir Pattern brauchen. Wollen wir die denn? Hier, Blank Pattern. Die Dinger brauchen wir. Das ist Status Quad. Die können wir eigentlich schon mal einspeichern, aber so, machen wir so. Eingespeichert. Jetzt können wir die in ein Interface legen und dann können wir die Sachen autocraften, wenn wir die Sachen, wenn wir dieses hier machen. Dafür müssten wir halt erstmal Zeitquarz und sowas alles herstellen und so weiter und so fort. Aber das ist das, was ich haben will. So, dann machen wir eben mal hier Pattern. Zack. Können wir Stack machen. Sehr schön. Die kommen da rein und dann können wir demnächst mit Autocraft anfangen. Was super, super gut ist. Das freut mich auf jeden Fall. Dann bräuchten wir bald noch ein paar Sachen und dann können wir loslegen. Rücken mal F7, hier sollte nichts mehr spawnen. Super. Einfach nur der Schönheit wegen. Glowstone. Zwei Stück. Die da optisch einfach super reinpassen. So. Können wir unten eigentlich auch machen. So und zack. Zack, zack. Hier auch. Und Glowstone. Super Wand, super Teil, gefällt mir. Super nice. So, das bedeutet, wir können jetzt in der nächsten Folge anfangen mit Autocrafting. Dafür müssen wir natürlich alles ein bisschen Platz machen, alles schön aufräumen und so weiter und so fort. Dafür habe ich auch diese Dinger noch nicht wirklich aufgebaut, weil die, beziehungsweise Painting Machine nicht unbedingt, aber Advanced Inscriber, davon brauchen wir welche zum Autocraften und so. Und ja, das werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge angehen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir es machen werden in der nächsten Folge, aber ich denke mal schon, weil dann spart uns das einiges an Zeit, dieses Autocrafting. Und darüber würde ich mich auf jeden Fall freuen. Falls euch der Part hier bis jetzt gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Wertung und einen Kommentar freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und diese Dinger übrigens will ich dann komplett um das Ding herum machen, dass wir einen riesigen Energiespeicher haben. Und momentan sind das noch die kleinen Dinger. Kapazitator Bank. Diese Basic-Dinger, diese hier, sind auch nicht so teuer. Deswegen habe ich gerade mal 9 Stück davon noch gemacht. Und später wollen wir dann natürlich die richtig fetten davon haben. Und ich habe die jetzt eigentlich nur deswegen gemacht, dass ich hier rüberkomme. Da gehen wir mal auf Insert. Und hier müssen wir das Ding Input. Das haben wir hier auch, ne? Genau. Dann kommt ja die ganze Energie an. Und wie ihr seht, kann ja schon ein bisschen mehr speichern. Und ich würde halt, mein Ziel ist es dann halt im Endeffekt, das komplett so runter zu haben, dass wir hier überall dann Dinger haben. Was eigentlich, wenn ich das so mache und so. Okay, es gibt aber nur eine Seite, wo so ein Strich runter ist. Aber die finde ich cool. Und da freue ich mich dann, wenn wir die komplett, hier alles komplett rumherum haben. Das wird mega nice. Dafür können wir gut mit Autocrafting arbeiten, dass wir ganzen Dinger hier autocraften lassen können. Wie das hier zum Beispiel, wie zum Beispiel das hier, Redstone-Blöcke können wir dann autocraften lassen. Wir können diese Dinger autocraften lassen, wir können Nuggets autocraften lassen und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Und ja, das war's dann soweit von der heutigen Folge. Ich habe mich ja schon einmal verabschiedet, aber ich mache das gerne nochmal. Ich werde dann gucken, was ich hier noch, denn hier noch so verschönern kann und sowas. Was wir wohin stellen. Den Brewing Center, den brauchen wir ja nicht so oft. Das heißt, der kann weg. Dann machen wir hier mal den Steel Anvil hin. Dann kommt hier der andere. Das ist der. Ne, das ist so rum. Jo. Hoffe, der speichert die Energie. die Level. Da hatten wir, glaube ich, eh nichts mehr drin. So. Dann ist das auf jeden Fall, wird das hier langsam schöner schon mal. Das freut mich auf jeden Fall. Und dann würde ich einmal sagen, bis dann. Ja, Tom, bis zur nächsten Folge, wo wir keine Ahnung was machen werden. Aber irgendwas Cooles bestimmt, beziehungsweise werden wir wahrscheinlich Autocrafting machen. Ich komme einfach nicht zum Schluss, ich würde einfach sagen, bis dann. Ciao, ciao und bye bye.